geht. Willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute mal, wir hatten das schon ein, zwei Mal davor, zum kleinen Drop-Review. Am Sonntag ist es soweit. Wir werden ca. 300 Hoodies und Sweater rausbringen. Da stellen wir euch heute mal so die besten oder unsere besten vor. Wir zeigen euch jetzt jeder so 5 bis 6 Sachen, die wir sehr, sehr krass finden. Und alles könnt ihr, wie gesagt, am Sonntag um 18 Uhr auf der Webseite kaufen. Wir werden wieder live streamen, ihr kriegt wieder im E-Mail-Newsletter eine Preview, ihr kriegt... Link dazu in der Beschreibung. Genau, wir haben wieder sehr viel Kooperation am Start. Also seid da wirklich wieder schnell, letztes Mal war wieder alles innerhalb von 13, 14 Minuten weg. Wird wahrscheinlich dieses Mal ähnlich sein, deshalb seid am Sonntag um 18 Uhr am Start. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir gar nicht mehr lange rum und legen los. Wir sagen kurz die Größe in etwa, den Preis, den haben wir dadurch, dass die Sachen zum Teil noch nicht online sind, steht das alles noch nicht ganz fest, aber wir werden es einschätzen und da sind wir meistens relativ gut drin, auf No Flex. Hier, wir fangen an mit einem Notre Dame komplett gestickt, also alle Details sind gestickt hier vorne. Size ist eine M angegeben, würde ich auch sagen, dass es ziemlich hinkommt. Dann noch hier, das Ganze ist von Jahnsport, hier im Nacken auch nochmal Jahnsport eingestickt. Preislich sind wir da vermutlich, der hat hier, vielleicht sieht man es, so einen kleinen roten Fleck am Ärmel. Ich würde mal schätzen, da sind wir knapp bei 50 Euro. Ist jetzt nur eine Schätzung, müsste man da nochmal schauen. Dann geht's weiter mit diesem Lee Sport. Ihr seht es hier oben, Vintage Sweater von der Florida State University. Aus dem Jahr, steht da was dabei? 1857. Ja, safe. Also steht kein Jahreszahl dabei, aber ich denke mal, der wird so aus den 90ern wahrscheinlich sein. Auch wegen dem Lee Sport Tag. Ist als Size XL, steht drin, würde ich schätzen, L bis XL, könnte auch hinkommen auf jeden Fall. Der wird auch so im Bereich 50 Euro liegen. Komischer Kommentar beiseite, ich sehe hier gerade die Sweater, die wir alle vorstellen, die werden vermutlich fast alle um die 50 Euro liegen. Bis auf die ganz krassen, die wir am Ende noch zeigen, die werden etwas teurer sein. Aber ihr werdet sehen. Als nächstes haben wir diesen Adidas Vintage Sweater in Grau. Ihr seht, alter Adidas Tag, ja, erkennt man. Dann vorne fettes Adidas Logo drauf gedruckt, drauf gestickt, so rum. Angegeben ist eine Größe M. ML auch wieder. Ja, ich würde eher sagen, es ist ein L. Also sehr boxy fit auf jeden Fall, sehr weit und boxy geschnitten. Preislich wird er vermutlich, ich sehe keine Flecken. Ja, könnte auch um die 60 Euro liegen, vielleicht etwas teurer, würde ich jetzt mal sagen, dadurch, dass er von Adidas ist und sehr viel gestickt ist. Vermutlich etwas teurer als die ersten beiden. Der letzte, den haben wir jetzt gerade auf unserem Buying Trip geholt, ist dieser Adidas Half Zip. Auch alter Tag, ihr seht es hier mit Details an der Seite mit den 3 Stripes und einem gestickten Logo auf der Brust. Ist sehr, sehr verwaschen, war mal ein schwarzer Pulli, ist jetzt so ein dunkelgrau, ja, mit so weißen Stellen überall. Finde ich saugeil. Ist eine Größe M angegeben, würde ich auch wahrscheinlich so einschätzen. Ah, ein bisschen größer, oder? Vielleicht sogar L auch wieder. Hat sehr wenige Mängel, würde ich sagen. Also ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine, deswegen würde ich mal schätzen. Ah, hier so ein paar kleine Sachen. Würde ich mal schätzen, dass der auch so um die 50 Euro kosten wird. Gut, als nächstes, wir fangen an mit eurer Lieblingsmarke. Was könnte es anders sein als, ihr seht es am Tag, ein Red Tag. Natürlich von Nike oder Nike, wie auch immer ihr es betonen wollt. Den hatten wir schon mal, sehr ähnlich oder genau den, glaube ich sogar. Ist eine Size S. Und bei dem ist es halt sehr krass, dieses schattierte Swoosh auf der Vorderseite, gibt es das Wort schattiert? In diesem Blau und diesem Gelb-Gold und das dann auch als Red Tag, das heißt für alle, die ein bisschen aufgepasst haben in den letzten Videos, vor 1999 oder vor 2000 besser gesagt, wurde das Ding geschaffen, wurde es produziert in der Größe S. Und der wird vermutlich, dadurch, dass er sehr selten ist, etwas mehr kosten, also im Bereich 65 Euro. Was wir auch sehr viel neu haben, sind Nike Fleeces. Wir haben jetzt nämlich insgesamt mehr Fleeces auch am Start. Unter anderem dieses Fleece hier, ein Middle Swoosh Florida State wieder. Ich hatte ja vorhin schon was von Florida State. Mit dem Nike Team Sports Tag, also auch so um die 2000er wurde der produziert. Vor allem, normalerweise kennt man ja nur Fleece-Jacken. Nike hat da auch sehr viel in Sweater- und Hoodie-Richtung gemacht. Zeigen wir euch nachher noch ein. Eine L bis XL sein und wird auch so um die 65 Euro kosten wegen Middle Swoosh, wegen Fleece. Geile Farbe, geiles Teil. Also wenn ihr das haben wollt, seid am Sonntag am Start. Auch alles gestickt, echt crazy Ding so. Dann geht's weiter mit einer Marke, die wir auch noch nicht hatten, nämlich Champion.
auch sehr beliebt. Und ich merke, wir haben relativ viele kleine Sizes jetzt am Start, zumindest in dem Video. Im Job habe ich gesehen, haben wir natürlich alles wieder vertreten. Also alle, die XL und XXL brauchen und sich jetzt denken, scheiße, was geht hier ab? Keine Angst, ihr werdet was finden. Der wird auch wieder Größe S sein, circa. Klassischer Fall, ihr seht hier ist L angegeben, aber der ist wirklich maximal eine kleine M, ansonsten eher eine S. Gesticktes Champion-Logo hier und gestickte Champion-Spellout auf der Vorderseite und nochmal ein gesticktes Champion-C auf gedrucktes Champion-C auf der Vorderseite. Sehr nice. Wird vermutlich auch zwischen 55 Euro circa kosten. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu den drei krassen Pieces, wo wir zwei von noch nie hatten, beziehungsweise auch noch nie gesehen haben, so richtig. Da kommt als allererstes, würde ich sagen, wieder ein Fleece. Das habt ihr auch schon mega gehypt. Hier, ihr seht Nike mit einem Middle Swoosh unten auf der Känguru-Tasche mit einem gestickten Nike Spellout oben drüber. Ist so eine Size L, würde ich eher als XL schätzen. Der ist schon sehr groß, oder? Ja, ja. Ja, wie gesagt, wir hatten von diesen Fleeces hier und da mal was, aber dass Nike das wirklich als Hoodie macht, haben wir auch noch nie gesehen. Auch in so einem geilen Weiß. Damit kommt auch morgen ein Video online. Das könnt ihr auch mal auschecken auf Instagram. Da haben wir uns sehr viel Mühe mit Breitband zusammen gemacht, um da ein geiles Video an den Start zu bringen. Und wie gesagt, das Teil hier so XL, würde ich schätzen, wird auch so 65 Euro kosten, weil da auch wirklich der Hype schon auf jeden Fall am Start war. Ich hatte es einmal kurz in der Story und dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, 30 DMs gehabt. Was das für eine Size, wann kommt der, etc. Aber ist auch crazy, wenn du überlegst, es ist ein Hoodie als Fleece mit Middle Swoosh von Nike. Mit Spellout auch noch. Mit Spellout, also ist echt verrückt. Allein, dass sowas hergestellt wird, so ein Hoodie-Fleece, habe ich persönlich gefühlt noch nie gesehen. Jetzt als nächstes haben wir noch ein Piece, was morgen im Video enthalten sein wird. War auch das Model, also Ronnie, der den getragen hatte, meinte auch, ey, den muss ich gefühlt selbst haben. Und wir meinen so, ah, schwierig. Ist ein krankes Ding. Nämlich ein Jersey-Sweater, auch von Nike. Giants, Spellout auf der Vorderseite. Ist ein MLB, also Baseball-Sweater. Und ich finde bei dem Ding vor allem sehr geil, diese Farben. Ich finde das Orange und dieses Goldene passen sehr gut zueinander. Obendran noch ein Middle Swoosh, also echt krankes Ding. Ist eine Size XL circa und wird an die 65 Euro kosten. Und für alle, die sich fragen, wie man sowas trägt, Ronnie hat es jetzt ohne was getragen, aber ihr könnt auch einen Hoodie drunter ziehen. Haben wir schon mal gezeigt, sieht sehr, sehr krass aus bei den Jersey-Sweatern. Genau. Ist manchmal relativ schwer, weil die einen relativ weiten Ausschnitt haben. Und wenn du dann ein Shirt anhast mit irgendeiner Grafik, dann zeigt es so einen Teil dieser Grafik, was ein bisschen weird aussieht. Mit einem Hoodie sieht es echt immer geil drunter aus. Und zu guter Letzt ein Adidas Equipment Piece, was wir auch noch nie hatten. Wir hatten schon Hoodies. Sweater, von den Sweatern hatten wir sehr viele, aber den haben wir auch schon mal gesehen, nur noch nie bekommen bzw. gefunden, nämlich diesen Half-Zip hier. Ihr seht mittig Adidas Equipment drauf, auf dem Arm Adidas Equipment. Nochmal kurz zum Verständnis, Adidas Equipment ist so eine extra Line von Adidas, das haben die mal gemacht, so wie Nike Team Sports oder Team Nike Sport. Agassi oder sowas. Ist auch ehrlich gesagt im Vintage Game wahrscheinlich die krasseste Line von Adidas. Safe. Würde safe. Ich sagen. Also es gibt noch so ein paar, die sehr, sehr rar auch sind, aber Adidas Equipment gehört da auf jeden Fall dazu. Hier in so einem geilen Rot wird so eine Size M sein. Kann man auf jeden Fall im Winter machen und das Teil wird wahrscheinlich auch ein bisschen teurer sein, weil es halt wie gesagt so selten ist, dass wir sowas finden. Würde ich mal schätzen, wird so 70 Euro circa kosten. Overall habt ihr jetzt einen kleinen Eindruck bekommen. Ihr seht, es kommt alles raus. Wir haben ein paar Marken, Nike, bla bla bla, Adidas, was auch immer am Start. Einige Graphic-Sweater, College-Sweater werden auch mit dabei sein, also mit verschiedenen Grafiken, mit verschiedenen Colleges und, die dann zum Teil auch unbranded sind, deshalb auch ein bisschen billiger sein werden. Das heißt, für alle, die da auf Schnäppchenjagd sind, ihr werdet auch fündig sein, werden, so rum. Seid dabei, Sonntag 18 Uhr, pieces.de, Sweater-Drop, ca. 300 Sachen werden es sein und ja. Checkt am besten noch den E-Mail-Newsletter ab, wenn ihr vorher schon ein paar Einblicke haben wollt. Wir teilen da wahrscheinlich wieder so 20, 30 Pieces vorher mit Größen, allem drum und dran. Dann könnt ihr schon mal da reingucken, was sonst noch so rauskommt. Und ansonsten sehen wir uns im Livestream vielleicht, falls ihr Bock habt da drauf. Oder schaut euch morgen noch das Video an, was wir rausbringen werden. Halloween Special, Halloween Week komplett. Und am Sonntag 18 Uhr seid am Start. Es wird wirklich zu wild. Ja. Ansonsten, wir sehen uns Sonntag 18 Uhr auf peace.de. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao.